Und weiter geht es mit einer idyllischen Folge von Pax.de. Heute werden wir weiter an der Base rumbasteln. Ich habe schon mal schön Stein und so besorgt, damit wir nämlich ein bisschen, ja, unser Grundstück ein bisschen erweitern. Ich habe schon gesehen, die anderen, also da wurde echt viel gebaut. Freut euch auf morgen. Morgen mache ich auf jeden Fall wieder einen Rundgang. Und dann werden wir mal schauen, was so Schönes gebaut wurde. Es ist auf jeden Fall sehr viel passiert, kann ich nur sagen. Und ja, mehr als bei mir definitiv. Aber wir haben hier auch hier schon mal wenigstens ein paar Raumtrennungen gemacht, ne? Haben jetzt mittlerweile hier unser Lager, was ich noch ein bisschen natürlich aufpäppeln werde. Aber ich finde, das ist schon mal ganz gut. Hier ist auch genug Platz. Die Küche wird da natürlich auch ein bisschen erweitert. Mal gucken, wie viel Platz wir in Zukunft hier brauchen werden. Werkstatt werden wir auch noch umändern, aber kommt alles Step by Step. Und wir haben hier unseren schmalen Gang hier. Das mit dem Dach müssen wir auch noch regeln. Aber hat alles noch Zeit. Es hat alles noch Zeit. Wir werden nämlich jetzt erstmal hier außen ein bisschen vergrößern, ja? Es wird mal Zeit. Nur das Blöde ist halt diese Bäume. Die Bäume werden natürlich reinspawnen, aber was soll man machen? Das ist sonst alles leider Platzverschwendung. Wir müssen diesen Platz mitnehmen. So, also. Wir werden auf jeden Fall jetzt das hier wieder erweitern. Weil hier war ja das Problem gewesen, weil ich nicht genug Platz hier hatte. Oh, warte mal. Die Sachen verschwinden aber nicht, oder? Ich hoffe, die gehen jetzt nicht kaputt. Das wäre nicht so cool, aber gut, wir werden sehen. Ansonsten kann ich ja einfach. Ich habe ja eh genug Stein. Machen wir so. Ich habe ordentlich gesammelt. Wenn jetzt ein bisschen was weg ist, ist nicht schlimm. So. Dann haben wir nämlich nicht mehr diese komische, blöde Ecke da, ne? Weil die war echt schon ein bisschen nervig. Ist nur die Frage. Ja, gut, bis hierhin kann ich nicht erweitern. Wir können den Platz noch für irgendwas anderes nutzen. Ich kann hier noch so einen kleinen Schuppen für mich hinbauen. Aber nicht jetzt. Machen wir nicht jetzt. Platz im Inventar. Dadadam. Ich überlege gerade. Weil ich ja gerne das Lager hier umbauen wollen würde. Ja, nur was ein bisschen blöd ist, dass das Gebäude jetzt so länglich ist. Ne? Wenn wir jetzt noch einen weiter hier links haben würden. Dann müsste ich aber vielleicht so höher bauen, ne? Hier haben wir auch diesen Stein hier im Weg. Muss ich noch überlegen, wie wir das hier genau machen. Weil sonst ist das halt sehr lang hier, ne, in diese Richtung. Also, diesen Platz hier könnten wir rein theoretisch nutzen. Ich überlege gerade, Leute. Das ist gerade echt eine sehr schwere Entscheidung. Das hier könnte ich auch nach vorne setzen ein bisschen. Dann sollten wir erstmal den Brunnen und so weghauen. Material verschwindet jetzt nicht. Das vergrößern wir auch auf jeden Fall mal ein Stückchen. Ja. Komm schon. Sehr schön. Wir werden hier auf jeden Fall noch Platz brauchen, sobald wir ein Schmiede-Upgrade haben. Überlegen, ob wir das bis hierhin machen. Oder so ein Stückchen. Oder wir erweitern erst mit der Zeit. Man könnte auch noch nach hier hin bauen, ne? Es wird sogar bis hierhin noch gehen. Obwohl das nicht mehr zu mir zählt. Ja, dann erweitern wir auf jeden Fall noch bis hierhin. Dann werden wir das hier auf jeden Fall auch vergrößern. Dann haben wir hier ordentlich Platz. Wie machen wir das hier? Warum sollte man diese Stelle nutzen? Und dann könnten wir hier oben auf jeden Fall auch noch ein Stückchen erweitern, ne? Ich lasse das jetzt erstmal so. Aber hier darf ich bauen, soweit ich verstanden hat, aber, verstanden habe. Aber wenn ich jetzt die Hütte hier baue, das Lager. Oder wir bauen es hier hin. Ich weiß auch nicht. Mein Platz wäre da. Ich will das halt nicht direkt vors Haus stellen, ne? Sonst sieht das auch vielleicht ein bisschen blöd aus.
Ah, ich weiß nicht. Was meint ihr? Ansonsten baue ich erstmal... Vielleicht spreche ich das erstmal nochmal vorab. Baue ich erstmal ein bisschen an meiner Hütte rum. Wir haben jetzt hier ein bisschen was erweitert da hinten. Hier habe ich leider zu tief angesetzt, ne? Man könnte da hinbauen, aber... Wohl ja doch, das würde einigermaßen gehen. Wir könnten ja ein Stückchen einfach erhöhen, oder? Dann diese Pflanzen halt immer, ne? Die hängen da raus. Aber wenn wir bis hier, dann müssen wir am besten natürlich den Felsen einmal wegkriegen. Müssen wir auf diese Höhe bauen. Ich weiß nicht, ob das übertrieben wäre. Ich teste einfach mal. Wir können ja mal eine Erhöhung bauen und einfach mal schauen, was dabei rauskommt. Am Ende kann ich ja immer noch umstellen. Wir machen es jetzt einfach. Hallo? Bauen? So. Ja, nur der Baum wird halt nerven, ne? Weg damit. Ich hoffe, die beheben das mal. Das ist ein bisschen nervig und ärgerlich. Und die Fenster muss ich da natürlich auch umsetzen, klar. Das ist logisch. Oh, Steine. Steinchen, Steinchen. Aber davon habe ich genug da, keine Sorge. Autsch. Nicht gegen die Wand laufen. So, nehmen wir einfach mal eine ganze Reihe raus. Dann können wir uns ein bisschen austoben. So. Oder wir lassen das Lager da. Ich weiß nicht. Ach, jetzt kann ich, warum kann ich da nicht bauen? Warum? Hier geht... Hier, warum geht das ab hier nicht? Das ist ein bisschen blöd. Hier geht's auch nicht. Wegen dem Fenster? Nee. Aber warum geht das hier aber da nicht? Ja, irgendwas. So, was, wenn ich den jetzt einfach hier hinhaue? Warum geht das nicht? Oh, das ist doch blöd. Dann habe ich so ein komisches Gebäude. Dann könnte ich zwar hier jetzt unten ansetzen, aber dann... Ich weiß auch nicht. Warum ist das so? Warum kann ich hier jetzt nicht bauen? Liegt es an den Wänden? Aber eigentlich nicht. Eigentlich müsste ich hier doch bauen können. Warte mal. In der jetzt schwebt da noch eine Fackel rum. Aha, okay, es geht. Lag wohl an der Werkbank. Puh, ich dachte schon. So. Alles klar, dann können wir das ja hier mit irgendeiner Erhöhung bauen oder so. Ich weiß nicht, was wir da genau machen sollen. Eigentlich müsste ich alles einmal komplett nach oben setzen, ne? Ich habe das Fundament viel zu niedrig angesetzt. Oder wir müssen jetzt nochmal alles einmal komplett abreißen. Das ganze Gebäude abreißen? Das wäre eine Menge Arbeit, ne? Oder einfach so eine Erhöhung. Aber was machen wir mit dieser Erhöhung? Kann man ja nicht viel mit anfangen. Ah, Probleme über Probleme. Ich hätte viel... Warte mal. Ich glaube, wir müssen irgendwann anfangen, alles abzureißen, ne? Und dann einfach nach oben zu setzen. Hier geht's wieder nicht. Wo geht's denn hier jetzt nicht? Hä? Was ist jetzt hier der Fehler? Warum kann ich hier nicht bauen? Das ist doch total komisch. Ach, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich bin halt der Bauexperte, wie ich kann nicht mehr reden. Wie ihr mittlerweile wisst, das geht komischerweise, das andere nicht.
Das gefällt mir jetzt gerade überhaupt nicht. Habe ich mir komplett anders irgendwie vorgestellt. Nein, ach. Vielleicht muss ich das doch so lassen wie vorhin. Dann mach ich das einfach auf diese Höhe. Ja, da ist natürlich jetzt wieder, warte mal. Dann machen wir es so. Sieht ein bisschen komisch aus, das Gebäude, aber was soll's. Ich habe gerade keine andere Idee. Wie gesagt, ich bin nicht der Beste im Bauen. Ich hoffe, am Ende sieht es irgendwie einigermaßen cool aus. Die anderen haben da richtig Plan, ich habe da null Plan. Aber egal, Hauptsache ich habe ein größeres Gebäude. Das ist auch schon mal was. So, Fenster. Hallo, setzen bitte. So. Gut. Dann packe ich mal ganz kurz die Steine weg. Damit wir ein bisschen Platz drin haben. Jetzt habe ich hier ganz viel durcheinander, ne? Nochmal ein bisschen Lehm rausnehmen. Die Dinger hier. Damit wir schon mal Wände bauen. Aha, aha. Was habe ich hier mit dem Fenster gemacht? Muss ich mal gucken, wie ich das nutzen werde. Warte mal. Sieht irgendwie komisch aus. Ist aber richtig anscheinend. Fenster, ja super. Wooden Packs. Ups. Die habe ich total vergessen. Davon müsste ich aber ganz viele haben. Ja. So. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, da kommt am Ende echt irgendwas Gescheites bei rum. Wir werden sehen. So, und... Ah, jetzt habe ich die Höhe falsch gebaut, ne? Hä? Du konntest das gerade nicht auswählen. So, jetzt ist es richtig, alles klar. Gut, das ist doch schon mal toll, also. Ich stelle erstmal nochmal die Workbench hier hin. Welche war das denn nochmal? Ich glaube die hier, ne? Weaponsmith. Der gute alte Waffenschmied, den hauen wir jetzt einfach erstmal hier hin. Dass das Material erstmal raus ist. Ach, da Brunnen, stimmt, ich habe noch den Brunnen im Inventar. Brunnensteine. Ups. Jetzt laufe ich die ganze Zeit mit dem Material vom Brunnen rum. Also besser habe ich keine zwei einzelnen Steine. Ja, das ist mal viel Arbeit, ne? Was man nicht alles bei so einem Basebau macht. Könnte ich den hier so hin? Ja. Ja, super. Okay, das funktioniert nicht. Das nicht. Muss doch funktionieren, oder nicht? Oder ist es zu hoch? Hier kann ich nicht. Hä? Warum? Was ist hier halt hier? Das sollte doch funktionieren, oder? So.
schöne Deko-Kram. Zack. So, habe ich das auch raus? Alles klar. Gut, dann geht's weiter. Hier muss ich natürlich auch wieder erweitern. Wir haben jetzt wieder einiges an Arbeit bei uns. Was für Material habe ich? Warum habe ich hier noch so eine Iron Bar? Hä? Wo ich denn? Das ist im Inventar. Kann mir das einer erklären? Wir werden sehen. Nee, ich wollte einmal die Fackel einfach erstmal platzieren. Stört das nicht? Gut, ja, also. Jetzt die Frage aller Fragen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall das hier abreißen. Das Stück hier einmal erweitern. Oh. Ja, gut. Ja. Jetzt habe ich bestimmt Material verloren, aber egal. Dann machen wir hier so. Fenster hier rein. Okay. Das einmal wegbauen, bitte. So. Dann Fenster würde ich ganz gerne hier einmal austauschen. Oder? Oder ist das Fenster da gut? Jetzt können wir hier ein Fenster hinhauen. Und da ein Fenster hinhauen. Wooden Beam. Natürlich. So. Ach. Nehmen wir direkt mal ein paar mehr. Kommt hier ein Fenster hin. Und hier. Und da einmal eine normale Wand. Alles klar. Ich würde sagen, das ist schon mal akzeptabel. Dann können, haben wir jetzt auf jeden Fall eine größere Küche. Ja, hier haben wir die Bäume jetzt drin. Das ist halt der einzige Nachteil. Weil ich das Fundament so tief gesetzt habe, ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, aber gut. Ja, da müssen wir hier oben auch vergrößern, logischerweise. Nach hinten rum. Ich will mal ganz kurz schauen, wie es nach hinten rum aussieht. Hammer raus. Nicht ganz. Okay, hier ist auch ein Felsenweg. Ich glaube, nach hinten rum ist keine gute Idee. Okay, habe ich denn jetzt noch genug Material, um Wände reinzuhauen? Anscheinend ja. Wir hauen jetzt erstmal welche drauf. Ob da ein Fenster reinkommt oder so, das werden wir mit der Zeit dann sehen. Hauptsache, das ist erstmal irgendwie zu. Ja, okay, oder auch nicht ganz. Ich schaffe es da reinzuspringen. Yes. Wie ein Ninja. Gut, ich würde ganz gerne auch noch die Küche einmal, ja, ihr wisst schon. Einmal umstellen. Habe ich da leider die Kiste im Weg. Ich würde nämlich ganz gerne das Feuer hier haben. Oder dort. Nein. Quatsch. Cooking, cooking, cooking. Hier. So. Könnt ihr ja mal noch umändern mit der Zeit. Das hauen wir dann erstmal hier in die Ecke. So. Hallo. Hallo. Du willst schön in der Ecke haben, aber
Irgendwie. Hä? Geht's nicht mehr in die Ecke? Okay. Akzeptiere ich erstmal. Die Kisten muss ich dann noch umstellen. Da ein Fenster, da ein Fenster, da. Drei Fenster. Das sollte auf jeden Fall genügen. Gut, dann brauche ich oben die Decke. Was brauchen wir denn für den Boden da oben nochmal? Planks. Planks und Wooden Beam. Dann nehme ich die mal raus. Der Kram kann erstmal weg. Genau wie der hier. Planks, Planks, Planks. Muss ich auch haben. Sehr gut, ja. So. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Lehm mit. Hallo? Hallo? Ich will meine Kiste. Darf ich mal an meine Kiste ran? Unglaublich. So. Boden. Wo haben wir den Boden? Ah, jetzt muss ich da oben. Jetzt geht das ja alles kaputt, oder? So. Oh nein, irgendwas ist kaputt gegangen. Irgendwas ist, glaube ich, kaputt gegangen. Sag jetzt nicht die Destillierstation und so. Nö, anscheinend nicht. Geht das Dach jetzt kaputt? Bestimmt ja, ne? Lass mich raten, es geht jetzt kaputt. Oh nein, es ist der Kram oben auf dem Dach. Ja, super. Habe ich hier eine Kiste, wo ich erstmal Kram lagern kann? Ja, sehr schön. Ja, doch, machen wir so. Ich komme dann den Kram noch an. Ja, warte mal. Sehr schön. Komme ich daran? Okay. Kann ich hier vielleicht hochklettern? Ja, doch hier bestimmt vom Rand aus. Ich dass hier oben noch irgendwas rumliegt. Sieht aber nicht so aus. Gut. Was liegt hier rum? Ach, Fackeln. Ach so, okay. Noch eine nette Fackel. Das heißt, das hier wird jetzt auch zerfallen. Fenster, also. Ich würde sagen, hier auf jeden Fall. Eigentlich müsste hier auch schon Fenster hin, ne? Schnell, bevor es zerfällt. Danke. Hier bräuchte ich auch Fenster. Ich lasse erstmal. Hier haben wir, glaube ich, mehr als genug. Würde ich ganz gern vielleicht noch da eins haben. Hallo, bauen. Ach, Mann. So. Gut. Das war schon mal schön. Dann haben wir es auf jeden Fall vergrößert. Haben jetzt schon mal wieder ein bisschen mehr Platz. Dann haben wir jetzt auch nicht mehr das Problem mehr mit diesem blöden Dach. Das müsste sich dann ja auch gelöst haben. Und da oben hat der Säule, habe ich ja total verhauen sich gerade. Mit dem Balken. Ist hier ein... Nee, ein Rund... Ah, ich sehe nichts.
Ich weiß nicht, wie er das alle macht mit dem Baum. Also ich bin da ja ein totaler Versager irgendwie. Aber sieht beides falsch aus. Muss ich von hier ansetzen. Hä? Oh. Sieht beides irgendwie nicht richtig aus. Ne? Ah nein, der ist da oben drin. Ja. Doch, das war schon richtig gewesen. Der war da oben drin. Das ist gar kein Balken. Ich sehe jetzt erst. Das ist der war da oben richtig. Gut, mein Fehler. Alles klar. Dach. So, weg mit dem gammeligen Stück. Dann die kurzen Teile eigentlich auch weg. Und dann könnten wir jetzt endlich vernünftig bauen. So. So, dann kann hier eine Ecke rein. Ah, wunderbar. Mal die zwei Einzelnen mache ich auch. Drei Einzelne sogar. Okay, seltsam, aber gut. Warte mal, wir haben doch noch ein bisschen hier drin, glaube ich. Oder? Nee, aber unten. Doch unten müsste ich noch irgendwo was haben. Schauen wir mal kurz. Ja. Also hier war Wooden Beam. Da. Muss mich nochmal hier ein bisschen zurechtfinden, weil es jetzt alles ein bisschen anders ist. Hier ist dann nur Holz und so. Oder? Ja. Gut, dann müsste es in den anderen Kisten noch sein. Ich habe hier drüben ja noch nicht fertig gemacht. Hier vielleicht? Auch ne, hier sind die Pilze. Auch nicht. Auch nicht. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ich noch was habe. Muss halt alles noch aufgeräumt werden, ne? Hallo? Darf ich? So, ich will an meine eigenen Kisten ran und. Oh. Hallo? Aufmachen bitte. Hallo? Hallo? Das gibt's doch nicht. Und gar nichts drin, ja, super. Hier ist Werkzeug. Aha. Wollte schon sagen. Ich war mir nämlich zu 100% sicher, dass ich noch was habe. Wunderbar, dann können wir nämlich noch das Dach fertig machen. So. Und ran da. Ja. Sehr gut. Dann hoffen wir, dass jetzt alles funktioniert. Und hier geht es nicht wegen Säule fehlt oder wie? Zerfällt jetzt wieder, ne? Können wir hier? Auch nicht. Ah doch, es hält. Es hält nicht. Es hält nicht. Also ich brauche dann mehr Säulen oder wie? Jetzt habe ich kein normales Holz, ne? Naja, ich würde sagen, wir konnten wenigstens die Base ein bisschen vergrößern, haben jetzt hier ein einigermaßen vernünftiges Dach, was jetzt auch noch nicht fertig ist. Lager muss ich mich auch noch drum kümmern, ich weiß. Hier muss auch noch Boden rein. Warte mal, hätte ich das zufälligerweise da? Müssen wir nach hier nicht auch noch vergrößern eigentlich, ne? Oder wir machen einen Balkon bis hierhin. Stimmt, das wäre auch eine Möglichkeit. Das könnte man ja auch machen. Warte mal, das können wir doch mal eben ganz schnell machen. Runterfallen wollte ich jetzt nicht, aber gut. Ist jetzt eh nicht so wichtig. Ah, nur das mit dem Baum nervt halt auch, ne? Ich hoffe, die fixen das irgendwann. Am besten bald. Okay, dann wäre hier zu. Ich will mir jetzt nochmal ganz kurz anschauen, ob wir das einmal erweitern noch bis nach hinten. Aber dann müssen wir die ganze Fläche hier nehmen, ne? Und dann vielleicht noch eine Etage draufpacken in Zukunft. Ich weiß es nicht. Dann können wir hier noch den Balkon erweitern. Ob das gut aussieht, keine Ahnung. Ich würde aber sagen, das war's auch mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer,
bewerten und vor allem auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.